Hallo und herzlich willkommen. Unser heutiges Muster ist sehr einfach und besteht aus einer Maschenzahl teilbar durch 2 plus 2 Randmaschen und nur 2 Musterreihen. Dieses Muster ist sehr gut auch für Strickanfänger geeignet. Ich habe 14 Maschen auf meiner Nadel, 12 davon sind für mein Muster, 2 sind meine Randmaschen. Eine Rückreihe linker Maschen habe ich bereits schon gestrickt, damit das Muster auf der Vorderseite erscheint. Und es geht los mit Reihe 1. Meine Randmasche stricke ich rechts und nun eine Masche rechts, eine Masche links. Und wieder eine Masche rechts, eine Masche links. Eine rechts, eine links. Und das wiederholen wir abwechselnd immer bis zum Ende der Reihe. Eine Masche rechts stricken, eine Masche links stricken. Eine rechts, eine links und meine Randmasche stricke ich rechts. Reihe 2. Hier werden alle Maschen nur rechts gestrickt. Bis zum Ende der Reihe alle Maschen rechts stricken. Und das ist das Geheimnis dieses Musters. Das ist wirklich ganz, ganz einfach. Ihr wiederholt diese 2 Reihen und nach ein paar Reihen sieht das Ganze dann so aus. Ein sehr schönes Muster für Schals, für Mützen, für Jacken. Ich bedanke mich für eure Zeit. Bitte nicht vergessen, den Kanal unterstützen mit einem kostenlosen Abo. Und bis zum nächsten Mal.